Hallo und herzlich willkommen zu FistoTV. Mein Name ist Frank und in der heutigen Folge geht es um das Untergestell der Kappsägen. Und zwar haben wir hier die KSC, also die Akku-Kappsäge, aber ich kann auf dieses Untergestell auch die KS60-Kappsäge montieren. Jetzt ist natürlich mal grundsätzlich vielleicht zu informieren, dass dieses Untergestell hier unten grundsätzlich oder eigentlich von der KS Kappsäge 120 kommt. Das, was ich brauche, um hier die KSC, also die Akku-Kappsäge oder die kabelgeführte Kappsäge zu montieren, ist diese Adapterplatte hier. Und die ist hier über diese grünen Drehräder mit dem Untergestell, mit dem Rahmen hier verbunden. Das heißt, hier und hier kann ich das Ganze lösen, entfernen oder dann aber auch wieder sehr schnell montieren, einhängen und arretieren. Und so ist das Ganze hier wieder ja, einsatzfähig. Der nächste Schritt ist, ich nehme jetzt einfach diese KSC60, also die Akkuversion jetzt hier in meinem Fall, bringe das Ganze in die 90-Grad-Position und jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4 Schraubenlöcher. Und dort werden 4 Innensechskantschrauben platziert und vorerst mal nur geheftet. Um die Säge jetzt auszurichten auf diese Adapterplatte, auf das gleiche Niveau der Adapterplatte, bringe ich mal den Kopf hier nach oben über diese Arretierung und nehme jetzt ein Hilfswerkzeug zur Hand. Und das kann ja ein Stück Holz sein, sollte einigermaßen gerade sein. Oder hier in meinem Fall habe ich so eine Aluprofilleiste. Die setze ich mir jetzt hier drauf. Und jetzt hat es hier im unteren Bereich kleine, ja, grüne Drehschrauben und hier kann ich nun das Niveau der Säge nach oben und nach unten anpassen. Das mache ich auf allen vier, mit allen vier Schrauben, also hinten, vorne, überprüfe das Ganze immer wieder kurz, auf der anderen Seite genauso. Und wenn ich das jetzt hier eingestellt habe, dann werden diese Innensechskantschrauben einfach fest angezogen. So dass das Ganze hier arretiert ist. Nun ist die Säge so weit montiert, dass sie jetzt letztendlich auch mobil zum Einsatz kommen kann. Das ist dann relativ simpel. Ich mache hier den Kopf nach unten, arretiere den, bringe nun das ganze Aggregat wieder in die 60-Grad-Position und nun klappe ich das hier ein. Da gibt es einen kleinen Trick. Als erstes nehme ich hier mal meinen Fuß auf dieses Rohrgestell hier unten, hebe das dann an und kann nun diesen Fuß hier sehr komfortabel nach oben einklicken, das ist ein ja, Mechanismus, der den Fuß dann hält und kann nun das Ganze hier sehr soft nach unten wegschwingen. Und nun gibt es dann natürlich hier auch noch diese ja, Tischverlängerungen, Tischverbreiterungen und wir haben hier so kleine Aufnahmen an beiden Seiten und die passen wiederum hier in dieses Gestell hier rein und so kann ich hier das Ganze sehr komfortabel dann auch transportieren. Bauen wir mal die ganze Säge auf. Das heißt, ich gehe wieder den umgekehrten Weg. Hier ein grüner Hebel, der nun nach vorne gedrückt wird. Der gibt mir jetzt meinen Fuß hier frei. Dann wiederum mein Fuß auf das Rohrgestell, wie schon gesagt, kleiner Trick. Und jetzt kann ich hier das Ganze abfangen und arretieren und schon bin ich hier wieder in der Ausgangsposition für meine Säge.
die Anschläge, können wir kurz von diesen Kunststoffteilen hier befreien. Und auch diese hier finden ihren Platz, und zwar am Gestell von der, also an dem Untergestell, und zwar hier hinten, kann ich jetzt diese Kunststoffteile sicher platzieren, sodass ich sie mir auch nicht verloren gehen beim Arbeiten. Ja. Wir haben hier einen linken und einen rechten Anschlag oder Tischverlängerung, und mittels dieser Füße wird das Ganze hier dann ausgerichtet. Das heißt, es hat hier seinen Halt, und ich habe hier im vorderen Bereich solche Spannbratzen, und diese finden ihren Platz hier an diesem V-Profil. Natürlich muss ich das jetzt hier auch ausrichten auf meine Adapterplatte, und hier nehme ich ebenfalls wieder ein Profil zur Hilfe, um diese Anschläge in der Verlängerung wieder hier aufzunehmen. Und der eine oder andere fährt hier praktisch in der Flucht exakt weiter. Ich persönlich gehe hier etwas zurück mit dem ganzen Anschlag oder mit dieser Tischverlängerung, um einfach, ja, wenn jetzt das Werkstück ein bisschen krumm ist, dass ich hier immer die Auflage an meinen Anschlägen habe, um die 90-Grad-Schnitte durchführen zu können. Dann wird das Ganze mit diesen Bratzen arretiert und die Höhe ebenfalls ausgerichtet, und zwar mittels dieser Schraube kann ich hier den Fuß steiler stellen oder flacher. Sieht recht gut aus. So können wir hier das eine mal positionieren. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite auch. Selbe Spiel, ausklappen, die Bratze in Position bringen, einhängen, ganz ausfahren. Dann nehmen wir wieder hier unser Hilfslineal, bringen das in Position, richten das aus und können nun das Ganze hier wieder arretieren. So, auch hier wiederum die Höhe, so rum, kann ich hier einstellen. Und man sieht vielleicht, wenn der Boden oder wenn das Gestell ein bisschen schräg ist, kann ich hier die Flucht wunderbar einstellen. Da steht der eine Fuß vielleicht ein bisschen gerader, der andere ein bisschen schräger. Also überhaupt kein Problem. Aber ich denke, so kann man es sehen lassen. Was jetzt natürlich fehlt, ist auf jeden Fall noch hier das Absaugsystem. Und hier bietet sich eigentlich wunderbar unser Akkusauger an. In unserem Fall ist der CTLC MIDI. Zwei Akkupacks für die KSC 60. Saugschlauch drauf. Und der Vorteil natürlich hier auch wieder, durch das Bluetooth-System ist das Ganze natürlich auch verbunden. Das heißt, wenn ich jetzt den Sauger nachher anmache, ist gleichzeitig auch, nein, wenn ich die Säge anmache, ist gleichzeitig der Sauger auch an. Ich nehme jetzt hier noch mein Brett. Und was man hier auch sehr schön sehen kann, ich drehe es gerade mal um, wir haben natürlich hier kleine Anschläge, die es uns ermöglichen, wiederkehrende Schnitte durchzuführen. Und wenn ich jetzt hier mal auf die 60 Zentimeter gehe, dann würde ich natürlich beim ersten Mal schneiden, das Ganze mit meinem Schlaglicht hier überprüfen. Und falls es nicht ganz passen sollte, kein Problem, es gibt hier 1, 2, 3 Schrauben, die lösen wir vorsichtig, und dann kann ich das Ganze entweder nach rechts oder links noch ein bisschen einstellen, um hier millimetergenau das Ganze zu justieren. Übrigens, die Anschläge auf beiden Seiten mittels dieser Schraube noch auf 2,40 Meter Gesamtlänge ausziehbar, sodass ich hier auch größere, längere Teile abschneiden kann. So, ich denke, wir legen los.
Ich denke, eine tolle Sache, wie ihr gesehen habt, kann ich natürlich hier hinten auch das Ganze arretieren. Ich habe es gerade noch freigemacht. Und so habe ich die Möglichkeit, hier auch verschiedene Gradzahlen zu schneiden. 60 Grad beide Seiten. Das kennt ihr ja schon von den vorhergehenden Videos. Und ich denke, eine tolle Lösung hier mit dem Untergestell und den Tischverbreitungen. Alle diese Informationen und alle diese Dinge, die ihr jetzt gesehen habt, ob es jetzt der Sauger ist oder das Untergestell etc. etc., habe ich euch unten verlinkt. Schaut rein, schaut es euch nochmal an. Hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, euer Frank.